Und damit. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Autobahn Polizei 2. Schön, dass du wieder dabei bist. So, in der letzten Folge war das ja so ein bisschen alles merkwürdig. Und dann habe ich noch eine weitere Folge aufgenommen. Die habe ich dann anschließend weggeworfen, weil ich. Wir haben das Fahrzeug gestoppt. Der Fahrer ist über 80 und offensichtlich verwirrt. Wir bringen ihn zur Wache. Zum Glück ist nichts passiert. Verstanden, Wagen 4. Gute Arbeit. Der Auffassung bin, dass das nicht den Qualitätsansprüchen der Garderoll Online Media genügt hätte. So. Wir spielen hier eine leicht geupdatete Version, wo die ein oder anderen kleinen Fehlerchen raus sein sollten. Und so sieht das auch schon viel besser aus. So, wir sollen hier einen Einsatz erledigen. Bin ich mal gespannt, was hier von uns erwartet wird. Deswegen kam auch übrigens gestern keine Folge, weil ich habe lieber erstmal dran geguckt und zu gucken, ob ich noch was optimieren kann hier beim Aufnehmen, als neu aufzunehmen und ja, die Klicks abzugreifen. Dann lieber die Qualität. Und dann fällt es halt auch einmal aus. So. Fahrzeugaktionsmenü, das hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt nur das Problem. Ich habe jetzt die ganzen Tasten verstellt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So, ja. Also, Geschwindigkeitskontrolle durchführen. Dazu machen wir natürlich erstmal hier das hier aus, weil sonst wäre es ein bisschen auffällig. Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Es findet gerade jetzt eine Verfolgung statt. Mehrere Kollegen folgen einem per Haftbefehl gesuchten Ausbrecher. Oh. Alle verfügbaren Einsatzfahrzeuge bitte melden. Wenn er natürlich in einem LKW hängt, macht es natürlich nicht so viel Sinn, seine Geschwindigkeit zu kontrollieren. So, also so funktioniert die Geschwindigkeitsmessung. So können wir dann prüfen, ob das vor uns liegende Fahrzeug alles richtig gemacht hat. Jetzt machen wir eine allgemeine Verkehrskontrolle. Und da vorne der Typ hier, der fährt so verdächtige Schlangenlinien. Seht ihr das? Da machen wir jetzt mal hier Matrix-Anzeige. Bitte folgen. So. Mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Achtung an alle Einsatzfahrzeuge, wir haben einen Unfall mit Staubildung. Wir müssen schnellstmöglich eine Rettungsgasse bilden für das Rettungsfahrzeug. Die Zivilfahrer bekommen das nicht alleine hin. Hier waren vier, sind auf dem Weg. Wir sorgen dann mal für ein bisschen Verkehrserziehung. Verstanden, Wagen 4. Bleibt aber höflich. Mal sehen. Also die Leute im Funk haben auf jeden Fall jede Menge Spaß. Ich frage mich gerade, ob das wirklich diese Geräusche macht, diese Matrix-Anzeige. Weil der Typ, der vor uns, der ist so besoffen, der kriegt das gar nicht mit. Hallo! So. So, wir fahren mal ganz gekonnt hier rechts ran. Oh! Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Achtung, Autofahrer. Auf der Autobahn Ringverkehr kommt Ihnen ein Garderoll entgegen. So. So, ja, das könnte uns ein bisschen nerven. So, hier mit seinem dicken Schlitten. Was denn hier los? Na, mal gucken, was sie hier, verbessert hat. Also, Aufgaben einer Verkehrskontrolle. Papier-, Alkohol- und Drogenkontrolle. Innenraum-, Kofferraumkontrolle. Dialog mit dem Fahrer. Anzeichen lassen darauf schließen, welche Aktionen durchgeführt werden sollen. Hattest du willkürlich, wirkt sich das negativ aus. Hallo. Hallo. Ein netter junger Mann. Da fragen wir es erstmal nach den Dokumenten. Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an.
Durch die Papierkontrolle ermittelst du, ob Fahrer, Fahrzeugpapier oder das Fahrzeug übereinstimmt. Du solltest nur überprüfen, was nicht zusammenpasst. Dazu selektierst du die beiden Elemente, die zu berühren sind. Eine weiße Linie zeigt dir an, ist alles korrekt. Eine rote dagegen offenbart eine Diskrepanz. Captain Eloquenz ist wieder unterwegs. So, was haben wir denn hier? Ein Passbild. Das würde ich sagen, ist ein Model. Nein. Es ist ein. Oh Mann, warum ist denn hier jetzt diese doofe Steuerung? Warte mal, was ist denn hier wieder los? TÜV-Ablaufdatum 5.7.2018, das ist in Ordnung. Nummernschild ist in Ordnung. Der Herr Bernd Quark. So, der fährt eine Firefly Limo. Wie kann ich denn das jetzt? Ja. Fahrzeugklasse B. Nummernschild ZM. Zurück. Gespräch beenden. Ich muss das Auto jetzt irgendwie kontrollieren. Wie geht das denn? Wir fragen mal nach Drogen und Alkohol. Haben Sie etwas getrunken? Nein, ich fahre immer nur nüchtern. Also es sah ja nicht so aus. Damit korrekt gemessen werden kann, muss der Fahrer gleichmäßig in das Alkohol... Testgerät pusten. Drücke das wiederholt A, um den Bug im grünen Bereich zu halten. Ein Minispiel, okay. Ah, verstehe. Promille. Gut. Wie kann ich denn jetzt das Auto noch untersuchen? Ja, wie hätte ich das machen sollen? Okay, ich habe die Einführung beendet und hab's verkackt. Sehr gut. So, ich würde mal sagen, ich stelle mal eben kurz die Steuerung um, weil das ist ein bisschen nervig und dann sehen wir uns dann sofort wieder. Aber ich kann natürlich jetzt wieder nicht... kann wieder nicht speichern, weil der Zwischenstand nicht bleibt. Oder? Prüfen wir mal, ob es mittlerweile behoben ist. Dann freuen sich die Entwickler auch, wenn wir sowas testen. So, speichern. Okay. Bis gleich. So, jetzt haben wir zumindest hoffentlich die Anzeige wieder richtig. Wenn das nicht so sein sollte, habe ich zur Not auch noch jetzt mein Gamepad angeschlossen und kann dann damit steuern. Wir machen einfach mal jetzt noch eine Kontrolle hier, weil wir einfach mal willkürlich Leute rausholen wollen. Übrigens mit dem Gamepad eigentlich sehr cool zu steuern, fällt mir gerade auf. Also Gamepad plus Lenkrad dann. Weil ich würde gerne wissen, dass wir das machen wir heute mal die Spezialfolge Fahrzeugkontrolle, dass wir das ja auch vernünftig hinbekommen. So viel Zeit muss ja schließlich sein. So, Kofferraum können wir so, glaube ich, nicht kontrollieren. Okay. So, diese Geräusche machen mir übrigens Angst. So, Signale, Matrixanzeige. Gefahr, weil wir hier auf der Autobahn stehen. Ich weiß nicht, ob man das so machen muss, aber ist ja auch egal. So, jetzt aber. Gut, das mache ich besser mit Maus und Tastatur. Also, man spielt das Spiel am besten mit drei Controllern. Einmal mit dem Lenkrad, dann hier für die Dialoge und so mit dem... Guten Tag! Da kommt ein LKW durch mich durchgefahren. Hallo. 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 Ich hätte gerne... Zeigen Sie mir bitte Führer- und Fahrzeugschein. Vielen Dank. Ich schaue sie mir direkt mal an. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Also Modell. Fahrzeugklasse. So, ich sagte hier Ansicht wechseln. Nummernschild stimmt überein. So funktioniert das. Name Eva Lisa stimmt auch überein. TÜV-Ablaufdatum.
Bear Baranga ist auch richtig. Nö, das ist alles richtig, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir zurück. Nee, zurück. Gespräch weiterführen. Ich komme gleich auf Sie zurück. Wenn ich sage Gespräch weiterführen, kann ich was anderes machen? Ist natürlich auch nicht schlecht. So funktioniert das. hier, machen Sie mal die Lampe an. Blinker funktionieren auch. Bremslicht. Hervorragend, Dankeschön. Sehr nett von Ihnen. Ist meine erste Kontrolle. Seien Sie bitte... Oh, nachdem der Kofferraum geöffnet wurde, kannst du dir die einzelnen Gegenstände darin genauer ansehen. Mache darf... Manche davon lassen sich sogar öffnen. Solltest du auf einen gefährlichen Gegenstand wie eine Schusswaffe stoßen, startet automatisch ein Quicktime-Event. Okay. Was sind das hier? Ein leerer Schuhkarton. Wie kann ich denn hier die Wie kann ich denn die Gegenstände durchschalten? Linker Button. Aber ich sehe da nicht. Das wird nicht irgendwie angezeigt. Hä? Also Warndreieck ist da. Das ist schon mal gut. Hallo. Ich nehme einfach das Warndreieck mal mit. Ah, vielleicht geht das besser mit der Maus und Tastatur. Können wir das jetzt wieder reinlegen? So, was haben wir denn noch? Verwirrt. So, Lampen, Lichter, ob die Frau noch alle Lampen an hat, das wollen wir mal testen. Da bitte einmal blinken. Sieht gut aus. Fahrtliches E an. Oh. Junge Frau. Ich habe da mal eine Frage. Wollen Sie einmal blasen, bitte? Also, wegen... Haben Sie etwas getrunken? Keinen Schluck. Aber es sind Pullen auf der Rückbank. Ihr Reifenprofil ist zu niedrig. Ach, wirklich? Danke fürs Bescheid sagen. Ich werde mich um neue Reifen kümmern. Also mit Bescheid sagen, das war jetzt so nicht gedacht. Ja, muss ich da jetzt Bußgeld fängen oder verwarnen? Ich muss Sie verwarnen. Sie können nun weiterfahren, aber achten Sie nächstes Mal darauf. Wie null? Warnung. Okay, also Leute, ihr habt gesehen, jede Menge neue Details hier im Spiel und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde es jetzt versuchen, neu zu starten und hoffe, dass mir dann wieder die korrekte Tastaturbelegung angezeigt wird. So ist es ein bisschen anstrengend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tippi, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeck. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderoll.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.